gerade auf der Erde befindet, um einschätzen zu können, was da vom Himmel kommt. Heute zum Beispiel, wenn man sich weiter oben in den Bergen aufhielt, kamen Schneeflocken herunter. Hier eine Webcam-Aufnahme, und zwar so kurz nach Sonnenuntergang heute Abend vom Kreuzeck. Das liegt im Skigebiet von Garmisch-Partenkirchen. Also in diese Richtung geht es über den Alpspitzen weg in Richtung Zugspitze. Also ein paar Kilometer Luftlinie liegt die Zugspitze. Jedenfalls wurde es heute und wird auch noch in der Nacht in den Bayerischen Alpen weiß. Und es wird weiter schneien. Aber die Wolken lassen immer wieder auch Lücken zu. Und so gab es auch heute zum Beispiel solche Bilder wie beim Sonnenuntergang vom Bodensee von Hagnau aus. Und auch diese Wolkenlücken werden wir morgen erleben. Denn das nächste große Regengebiet, das Richtung Deutschland unterwegs ist, hier sehen wir diesen blauen Regenbogen. Dieses Regengebiet wird uns erst morgen am späten Nachmittag und gerade auf der Erde befindet, um einschätzen zu können, was da vom Himmel kommt. Heute zum Beispiel, wenn man sich weiter oben in den Bergen aufhielt, kamen Schneeflocken herunter. Hier eine Webcam-Aufnahme, und zwar so kurz nach Sonnenuntergang heute Abend vom Kreuzeck. Das liegt im Skigebiet von Garmisch-Partenkirchen. Also in diese Richtung geht es über den Alpspitzen weg in Richtung Zugspitze. Also ein paar Kilometer Luftlinie liegt die Zugspitze. Jedenfalls wurde es heute und wird auch noch in der Nacht in den Bayerischen Alpen weiß, und es wird weiter schneien. Aber die Wolken lassen immer wieder auch Lücken zu, und so gab es auch heute zum Beispiel solche Bilder wie beim Sonnenuntergang vom Bodensee von Hagnau aus. Und auch diese Wolkenlücken werden wir morgen erleben, denn das nächste große Regengebiet, das Richtung Deutschland unterwegs ist, hier sehen wir diesen blauen Regenbogen. Dieses Regengebiet wird uns erst morgen am späten Nachmittag und zum Abend erreichen. Das heißt, davor werden wir auf jeden Fall reichlich Wolkenlücken und entsprechend auch Sonnenschein bekommen. Was wir aber auch sehen, in den nächsten Tagen wird es weiterhin milde Luftmassen vom Atlantik geben. Schnee ist nach wie vor, zumindest in den tieferen Lagen, nicht in Sicht. Und damit gucken wir uns das Wetter im Einzelnen an. Heute Nacht gibt es noch letzte Flocken in den Bergen der Alpen. Unterhalb von 800 Metern fällt das Ganze als Regen. Und Regen gibt es nachts auch noch in Schleswig-Holstein bis zum Vormittag hinein. Erst dann zieht dieser Regen nach Dänemark ab. Dann sehen wir hier diese Wolkenlücken, wo es also Sonne